schon mit einbringt, kann man damit umgehen. Der Wurf von Förster geht wieder vorbei. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, nachdem Bansko doch deutlich gut in der Abwehr gestanden hat, man lässt zu viele Chancen liegen. Inwiefern wird sich sowas rächen im Laufe des Spiels? Ja, was heißt, man lässt zu viele Chancen liegen? Man sieht, es steht nach 10 Minuten 3-1. Also aus dem Positionsangriff hat Güstrow zum Beispiel noch gar nicht getroffen. Es war ein schnelles Tor. Klar ist es immer doof, wenn man einfache Chancen liegen lässt. Aber das waren meistens auch Dinge, die nicht gut vorbereitet waren. Dass man die Abwehr zu wenig in Bewegung gebracht hat, dass man versucht hat, über einen großen Blockspieler zu kommen, dass Hendrik aus dem Winkel geworfen hat, der noch nicht so da war. Jetzt aber das Tor von Daniel Wach zum 4-1. Und zwischendurch hatten wir gesehen, Benjamin Kalin, der Torschütze für Güstrow, mit der gelben Karte. Aber auch für das schnelle und hitzige Spiel, muss man mal anerkennen, sagen, habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter haben es absolut im Griff bisher. Natürlich, gab auch bisher noch keine Situation, wo man darauf reagieren musste. Man versucht jetzt, die gelben Karten zu verteilen, dass man die unterbringt, dass man dann eben halt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr sagen muss, oh, wir haben noch gelbe Karten offen und können eigentlich für eine Aktion, wo es 2 Minuten gibt, bei der Spielzeit, dass man da noch reagieren muss. Jetzt der Block und Stenzel war noch dran, deswegen Abwurf für Bansko Lezen. Ah, ich denke mal, dass es vielleicht, wenn das so weitergeht, dass die Abwehr weiter so gut arbeitet, dass der Güstrower Trainer auch nicht mehr lange überlegt, eine Auszeit zu nehmen. Weil, wie gesagt, man ist im Angriff noch gar nicht im Spiel. Man hat schon 4 Tore kassiert und man hat auch zahlreiche Chancen schon gegen sich gehabt. Also muss man irgendwann jetzt drauf reagieren, weil sonst geht das hier ganz schnell nach hinten los. Ja, es sind auch leichte resignierende Mienen auf der Bank der Güstrower, wenn man da mal so hinguckt. Ja, was heißt resignieren? Also glaube auch die Mannschaft ist lange genug im Geschäft, darauf zu reagieren und sich nicht aus der Ruhe zu bringen. Natürlich muss man jetzt aber ein Mittel finden. Was macht man jetzt gegen die Abwehr, die gut steht, oder was versucht man jetzt zu verteidigen? Das ist auf jeden Fall ein falsches Mittel. Offensive Deckung gegen Lars Lütermann, auf der Mitte steht Daniel Wach, der sowas ausnutzen kann. Ja, und Wach mit einem Treffer Nummer 3 zum 5-1. Ja, große Ehre für Handball-Experten Steffen Franke, Zeichen als Bob Hammering, bekannt als Bundesliga-Trainer. Und ist das ein Zeichen für die Intensität des Spiels, dass man jetzt nach knapp 12 Minuten schon den 8. Mal oder so den Bischer holt? Nein, das ist kein Zeichen für die Intensität. Es ist einfach nur, dass man das Verletzungsrisiko minimieren möchte. Wenn der Spieler eben halt da Nässe aufs Feld bringt, dann muss man, egal ob es in der 1. Minute ist oder in der 60. Minute, dann muss man einfach wischen. Weil das kann man sich hier gar nicht erlauben, in dem Bereich, im Amateurbereich, Verletzungen in Kauf zu nehmen, die durch sowas hervorgerufen werden. Ja, die Güstrower versuchen es jetzt mit 2 Kreisspielern und das scheint zu funktionieren, denn es führt zum 1. Tor. Und auch noch gelb gegen Lars Lütermann, Torschütze Andreas Nowatzki. Es ist immer Mittel, mit 2 Kreisläufern zu spielen, gerade als Einläufer auf 2 Kreis aufzulösen. Die Abwehr muss sich in der kurzen Phase neu orientieren und sage mal so, wenn Güstrow das beibehalten will, dann stellt sich die Abwehr auch darauf ein und dann bleibt sie eben halt defensiver stehen, versucht das besser zu verteidigen, weil aus dem Rückraum kommt bisher noch keine Gefahr. Und es gibt 7 Meter für Bansko Lezen zum Entsetzen der Güstrower. Das Einzige, was ich da sehen kann, war vielleicht Abwehr durch den Kreis, also ein Foulspiel war es nicht. Da hat man Glück gehabt. Ja, mal gucken, ob Hendrik, was Hendrik jetzt wieder anstellt. Ich warte drauf, dass er irgendwann mal was Spektakuläres macht. Da kann man aber erstmal, wäre es vielleicht nochmal einen sicheren. Und da ist er! Du hast es gesagt und er freut sich entsprechend. Ja, wie nennt man das jetzt, was er da macht? Ich habe dich gerade nicht verstanden, was wirklich so da war. Wie nennt man das, was er da gerade gemacht hat? Diesen angedrehten Ball in die Ecke rein. Ein Dreher halt, ne? Aber eben halt auf keiner auf der normalen Art und Weise der Aufsetzer, der sich der nochmal deutlich ins Tor reindreht. Element,
langsam geworfen. Der Torhüter war, glaube ich, in der schnelleren Bewegung mit drin. Und dann ist es schwer, auch den Ball zu halten, auch wenn er langsam war. Ja, und das führt zum zweiten 7-Meter-Treffer beim zweiten 7-Meter durch Henrik Zapp. Und Förster mit seinem zweiten Wurf an den Pfosten hat kein Glück heute. Und Marco Ohm, Tor. Und man hört, wie hier die Masse mitgeht. 7:2 für Bansko Lidze, Torschütze Marco Ohm. Und jetzt Zeitstoß. Und die Schiedsrichter erklären nochmal klar ihre Linie gegenüber den Güstrowern. Ne, ich denke, sie wollen zeigen, dass sie das Spiel nochmal zurückgepfiffen haben, weil die Güstrower zu schnell durchlaufen, die Anwurfmitte nicht richtig ausgeführt wurde. Der Mittelspieler scheint bereit zu sein, aber da sind dann eben halt schon die Außen weit drüber. Ja, das Tor von Marco, das ist ein typisches Tor dieses Jahr von Bansko Lidze. Schnell hinten Ball gewinnen, schnell nach vorne tragen, einfaches Tor konnte er, sage ich auch immer wieder. So wie jetzt hier auf der anderen Seite mit Henrik Strauß, rübergelegt. Aber eben halt ein bisschen zu optimistisch gespielt. Nein, aber das sind die einfachen Tore, die jedes Spiel braucht. Ich sag's immer wieder, so macht Handball Spaß. So macht Handball auch Spaß, wenn der Torhüter einen freien Ball abkauft. Ja, dementsprechend macht das dieses Handballspiel dem Bansko Lidze viel Spaß. Hilft Güstrow jetzt eigentlich nur noch eine Auszeit? Wenn sie noch was reißen wollen. Hier merkt man, was Berry für ein Idol geworden ist in Bansko Lidze. Laute Sprechchöre für ihn. Das hat er sich über Jahre hinweg verdient. Immer mit kontinuierlicher, ehrlicher Arbeit. Ist, glaube ich, immer einer, der sich aufopfert für den Verein, für die Mannschaft. Und das dankt man ihr. Natürlich muss der Trainer jetzt reagieren, weil selbst jetzt hier einen schnellen Angriff kriegen sie nicht ins Ziel, weil sie nicht konsequent nachlaufen. Man muss einfach ein Mittel finden und das heißt einfach neu ordnen. Man muss sich besser abstimmen. Und hinten in der Abwehr muss man auch reagieren. Man hat jetzt 7 Tore, steht 7-2 nach 16 Minuten. Wieder passt man in der Deckung gut auf. Man gibt ihm keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und es wird wirklich Zeit für den Trainer, da etwas zu ändern. Ja, wenn ich das richtig sehe, hat er die Karte auch schon in der Hand gehabt. Zeitspiel angezeigt und Förster jetzt mit seinem ersten Treffer, da kann er sich durchtanken. Ja, Glück. Glück war damit bei. Jetzt hier muss man aufpassen, dass er nicht ins Spiel kommt über Nicklichkeiten, über Emotionen, dass man ihn nicht ins Spiel kommen lässt. Und die Schiedsrichter müssen auch dran tun, darauf zu reagieren, aber Freiwurf erstmal an Aktion durchgehen lassen, das ist alles okay. Ja, die erste gute Aktion von Stefan Förster in diesem Spiel. Bisher gelang ihm ja nicht so viel, auf der anderen Seite Daniel Wachtor. Ganz einfach. Einläufer auch wieder hier von Henrik Strauß. Die Abwehr reagiert, geht mit. Man bringt sie in Bewegung und Daniel hat die Lücke genutzt und konsequent ausgenutzt. Wenn man jetzt hier sieht, das dauert einfach zu lange, um überhaupt Druck auf die Abwehr auszuüben. Man bewegt sich auf 10, 11, 12 Meter ohne Druck, richtigen Druck zum Tor. Wenn man dann eben halt nicht gerade das Glück dabei hat, dass der Bandscore-Spieler auf dem Fuß gespielt wird, das ist momentan wenig Bewegung. Können kompakt hinten drin stehen. Da muss Guido natürlich rechtzeitig raustreten und auf Kontakt gehen. Ja, Stefan Förster mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. 8:4. Ja, jetzt haben die Güstrower ein bisschen was verändert. Die spielen jetzt eine direkte 5-1. Also nicht mehr den einen vorgezogenen Förster auf Klüdermann, sondern direkt einen 5-1 jetzt. Was verändert sich dadurch jetzt im Spiel? Man versucht das halblinke Spiel mit dem Mittelmann zu trennen. Aber das ist die Gefahr dabei. Wenn man natürlich auf der einen Seite offensiv deckt, dann ist die andere Seite mit Lars, der hat genug Erfahrung, das ausnutzen zu können. Da bietet sich eben halt mehr Platz. Also wenn man da hinten dann so spielt, dann spielt man 3 gegen 3 auf der einen Seite und gibt den anderen 3 Spielern relativ viel Platz auf der anderen Seite. Und Lars hat die Lücke einfach genutzt und dann hat mit einem Hüftwurf, also nicht nur eben halt oben rüber als Sprungwurf, sondern auch mal mit dem Hüftwurf zu arbeiten, mal das Wurfbild verändert, den Torwart überrascht. Und hier jetzt hat der Block nicht gestanden, beschwert sich Mike Stenzel.
Und der Treffer von Frank Stolken. Und jetzt gibt es da eine Beschwerde von den Schiedsrichtern. Die Kinder etwas zu nah am Spielfeld, die müssen natürlich weg. Verletzungsgefahr gegeben für alle Beteiligten. Das soll natürlich nicht sein. Und dann geht's weiter, 9:5. Da sehen wir jetzt, was wir angesprochen haben. Der Gürzruher Trainer schon mit der Karte in der Hand, mit der Zeitauskarte. Und Tiger da vor seiner Bank hin und her. Und der Ball über Außen, Marco Ohm. Scheitert am Torhüter. Und technischer Fehler angezeigt gegen Güstrow. Sogenanntes Doppeldribbling, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut, er hat ihn aufgenommen, hat mit anderen halb weitergeprallt. Kann man pfeifen, muss man in der Phase nicht abprallen. War gut beim Güstrower Spieler. Hat man Glück, dass man im Ballbesitz bleibt. Jetzt ist es wichtig, dass das Bansko im Angriffsspiel weiterarbeitet. Das, was sie in den ersten Minuten gemacht haben, müssen sie konsequent weiter umsetzen. Sie nicht aus dem Konzept bringen lassen, dass die Abwehr jetzt offensiver steht. Man muss jetzt eben das mehr in der Bewegung arbeiten. Man muss das Gegner beschäftigen. Das versuchen sie auch gerade hier. Das Tor von Daniel Bach hat einen Hochsteiger und da hat er sich wehgetan, so wie es aussieht. Sieht bei Daniel wieder schmerzhaft aus, aber ich habe es auch gegen Steffen Hagen das letzte Mal gesagt. Das ist Daniel sein Spiel, dicht auf die Abwehr raufgehen. Und währenddessen kurz dazwischen, 2 Minuten hingegen Stefan Förster. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt dafür war, dass er an der Aktion dort beteiligt war oder ob er lamentiert hat, diskutiert hat. Klar kann man bei solchen Aktionen, Daniel ist in der Luft, wenn er da eben halt am Stoß beteiligt war, dann ist es auch. Das ist gesundheitsgefährdend, ganz klar, aber wie gesagt, Daniel geht auch mit Absicht dahin, um die Gegenspieler zu binden. Das braucht er einfach, er braucht den Kontakt zum Gegenspieler. Ja, aber man liegt jetzt mit 5 Toren hinten, 10 Minuten vor Ende der ersten Hälfte und jetzt erstmals eine Überzahlsituation. Oder im Fall von Güstrow eine Unterzahlsituation. Ja, man reagiert sofort mit einer Manndeckung. Der löst zum Kreis auf. Das heißt, man spielt jetzt hier im Rückraum. Jetzt haben wir gerade gesehen, der Hendrik Strauß zieht Christian Klatt ran und stellt sich zu zweit vor den Mann zu Deckenden. Probates Mittel, damit man